Vor noch nicht allzu langer Zeit wurde sie noch kontrovers diskutiert. Digitalisierung in der Kirche. Es ging dabei um Fragen wie, sollen sich Kirchen mit Social Media auseinandersetzen, Gottesdienste streamen, wo sind Chancen, wo Grenzen? Die Kontakteinschränkungen jetzt während der Pandemie beförderten die kirchliche Digitalisierung. Denn Treffen in den Gemeinden waren plötzlich nicht mehr möglich. Genau dies sei der Sinn von Digitalisierung, sagt Gabriel Rath. Das soll ja am Ende auch ein Problemlöser sein. Digitalisierung, es geht nie um die Digitalisierung, sondern es geht immer darum, damit das Leben einfacher zu machen. Und da, glaube ich, kann man schon in vielen Bereichen, auch im Kontext Kirche, sich das Leben und auch die Arbeit in der Kirche erleichtern und vor allen Dingen auch die Kommunikation untereinander. Sagt er, und da hätten viele Gemeinden bereits positive Erfahrungen gemacht. Als es nicht mehr möglich war, sich in Gemeindehäusern zu treffen, wurde digital eine Lösung gefunden. In der Arbeit mit Konfirmandinnen und Konfirmanden, in Kirchengemeinderatssitzungen oder mit gestreamten Gottesdiensten. Gabriel Rath arbeitet in der größten Digitalagentur Mecklenburg-Vorpommerns. Wenn er mit seinem professionellen Blick auf Kirche schaut, dann stellt er fest: Ja, ich glaube, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und am Ende geht es ja darum, dass man Dinge ausprobiert und kennenlernt, dass man sich nicht davor verschließt, sondern sich zumindest mal anschaut, was ist das, wie funktioniert das und sich dann eine Meinung bildet. In vielen Bereichen im Kontext Kirche sieht er Möglichkeiten, sich das Leben zu erleichtern und die Kommunikation zu verbessern. Zum Beispiel: Man kann Predigten aufzeichnen und als Podcast bereitstellen. Man kann alte Gemeindeblätter digitalisieren und bereitstellen als Blog oder Content-Magazin. Man kann soziale Medien nutzen, um zu erzählen, was man tut. Nur man muss es eben wollen. Eigentlich sei es ganz einfach, sagt er. Und erinnert daran, dass man im eigenen Zuhause als mit der Digitalisierung weiter ist als mit seiner eigenen Kirchengemeinde. Ja, so wie man eigentlich auch im Privaten dann kommuniziert mit Familienmitgliedern. Da gibt es dann die bekannten Messenger, die man oft nutzt. Warum sollte man dann in der Kirche nicht diese Möglichkeiten haben oder auch nutzen? Warum soll man sich da nicht Sprachnachrichten schicken? Warum soll man sich da nicht eine kurze Videobotschaft schicken? Finde ich schade, wenn man es nicht auch nutzt. Man tut es ja auch in anderen Kontexten. Er denkt in Sachen Kommunikation und Vernetzung von Gemeindemitgliedern, aber auch an die Menschen, die nicht mit Internet oder Computern aufgewachsen sind und keine Möglichkeit mehr haben, ins Gemeindehaus oder in die Kirche zu kommen. Oder du kannst natürlich auch Gemeindemitglieder teilhaben lassen, die krank sind, die nicht mehr in die Kirche kommen. Also am Ende ist es auch Inklusion. Einfach allen die Chance zu geben, an dem Erlebnis Gottesdienst oder am Gemeindeleben allgemein daran teilhaben zu können. Denn oft war es ja so, das kenne ich auch aus Warnemünde hier aus der Kirchengemeinde, wem es dann nicht mehr so gut geht, wer auch älter ist, der kommt dann vielleicht auch nicht immer in die Kirche. Und wenn du das dann live streamst, dann stellst du dem halt ein Tablet hin und dann guckt er sich das zu Hause an. Und das ist vielleicht auch Aufgabe von Kirche, dann zu schauen, seid ihr alle ausgestattet, braucht ihr da noch Hilfe? Da kann man ja auch als Kirchgemeinde sagen, wir unterstützen euch, auch die Älteren, und sorgen dafür, dass ihr alle Geräte habt und richten das vielleicht sogar für euch ein. Da muss man einfach mal schauen, wer in der Gemeinde ist fit in solchen Themen und wer hat da Bock drauf. Und dann, glaube ich, kann man da sehr schön auch wieder mehr Leute dran teilhaben lassen am Ganzen. Aber auch beim Thema Energie könnten digitale Angebote genutzt werden, wie im eigenen Zuhause auch. Zum Beispiel Smart Home im Gemeindehaus, um effizienter zu heizen. Alles aber nur dann dafür, dass mehr Begeisterung für das ganze Thema zustande kommt. Also es geht jetzt nicht darum, dass wir uns nur noch um Maschinen kümmern, sondern es geht darum, dass Maschinen oder Software natürlich auch uns hilft, dass wir unseren eigentlichen Job besser machen, gemeinsam.